Konstruiere über SSS das Dreieck ABC mit A gleich 5 cm, B gleich 3 cm und C gleich 6 cm. Zuerst überprüfen wir einmal, existiert dieses Dreieck überhaupt? Und dafür müssen wir zwei Eigenschaften überprüfen. Einmal die Dreiecksungleichung. Die heißt einfach, zwei Seiten eines Dreiecks müssten immer zusammen länger sein als die dritte Seite. A plus B ist größer als C, B plus C ist größer als A und C plus A ist größer als B. Die Dreiecksungleichung stimmt also. Die zweite Eigenschaft wäre noch die Winkelsumme. Also alle Winkel zusammen müssen 180 Grad ergeben. Da wir aber nichts über Winkel wissen, können wir davon ausgehen, die ist ebenfalls korrekt. Also muss dieses Dreieck existieren. Die Konstruktion selber läuft eigentlich in zwei Schritten ab. Zuerst zeichnet man eine Skizze, in der man einträgt, welche Seiten sind gegeben und wo liegt eigentlich welche Seite. Und zweitens ist eigentlich dann die Konstruktion selbst. So, zuerst zeichnen wir also ein beliebiges Dreieck, das nicht maßstabsgetreu sein muss, und beschriften es. Hier sind die Punkte A, B, C, dann liegt gegenüber von Punkt A die Seite A, gegenüber von Punkt B die Seite B und gegenüber von Punkt C die Seite C. So, jetzt am besten mit einem Farbstift markieren, welche Seiten, Winkel und sonstige Größen gegeben sind. Ich habe die Seite A mit 5 cm, die Seite B mit 3 cm und die Seite C mit 6 cm. So, als erstes sucht man sich eine Seite und startet mit dieser. Ich nehme die Seite C, weil die unten liegt im Dreieck und ich die dann schön auf die Kästchen zeichnen kann. Also zeichne C. Die Seite C ist 6 cm lang. Da ergibt dann diese Seite mit den Eckpunkten A und B. Als nächstes will ich die Seite A zeichnen. Die Seite A liegt zwischen Punkten B und C und ist 5 cm lang. Das heißt also, der Punkt C ist von B genau 5 cm entfernt. Das könnte ich jetzt zwar mit einem Lineal ausmessen, aber ich weiß nicht, wo genau dieser C eigentlich liegt. Da helfen mir jetzt die Ortslinien weiter, nämlich alle Punkte, die von B 5 cm entfernt sind, liegen auf einer Kreislinie. Wir zeichnen also einen Kreis um den Punkt B mit Radius gleich A und das waren 5 cm. Dafür benutzt man den Zirkel. Da ich jetzt auf dem PC schlecht einen Zirkel benutzen kann, versuche ich es mit einer Schnur so gut wie möglich zu zeichnen. Das gibt also hier so einen Kreis. Irgendwo auf diesem Kreis muss der Punkt C liegen. So, wo genau? Ja, das kriege ich jetzt durch die Seite B heraus. Gleiches Spiel mit der Seite B. Die Seite B liegt zwischen den Punkten A und C. Das heißt, der Punkt C ist ebenfalls 3 cm vom Punkt A entfernt. Und wo liegen alle Punkte, die 3 cm von A entfernt sind? Natürlich auf einer Kreislinie mit Abstand 3 cm. Also nächster Schritt, Kreis um A mit Radius gleich B gleich 3 cm. So, wiederum den Zirkel ansetzen. Und entsprechend den Kreis zeichnen. Den mache ich nochmal. Das ergibt dann so einen Kreis. So, und jetzt kann man sich vielleicht schon überlegen, wo ist der Punkt C zu finden? Natürlich hier genau am Schnittpunkt. Also der Schnittpunkt der beiden Kreise ist dann Punkt C. Vorsicht bitte hier auch auf den Umlaufsinn achten. Hätte ich jetzt die Kreise dann weiter nach unten gezeichnet, dann würde es hier noch einen zweiten Schnittpunkt geben. Wir müssen die Punkte aber entgegen des Uhrzeigersinns beschriften und sehen auch aus der Skizze,
C liegt oberhalb der Strecke AB. So, letzter Schritt ist noch die Punkte verbinden. Und damit hätten wir das Dreieck ABC über den Seite-Seite-Seite-Kongruenzsatz gezeichnet. Man hätte auch mit der Seite A anfangen können oder mit der Seite B, das kommt dabei aufs Gleiche raus, nur dass dann eben die Kreise anders aussehen. Aber ansonsten ist die Konstruktion identisch.